Und als sein Neffe ihm hier oben den Rücken zukehrt, stößt Daidalos ihn kurzerhand hinunter. Perdix fällt. Und er hat so etwas wie Glück. Athene, eine große Freundin intelligenter Menschen, kommt ihm zu Hilfe. Sie sieht den Jungen fallen und verleiht ihm schnellstmöglich eine neue Gestalt. Sie schenkt ihm Flügel, die sein Gewicht aber leider nicht tragen, und darum fügt sie noch kräftige Beine hinzu, und so kann er seinen Sturz abfedern. Er wird zum Rebhuhn und begründet eine Spezies, die ihre Eier lieber in Sträucher legt und auf keinen Fall wie andere Vögel ihr Nest hoch in den Bäumen baut. Seit dem Sturz vom Athenetempel hat das Rebhuhn Höhenangst.